Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Ja. Okay. Danke, dass ihr wieder da seid. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für die Likes und Kommentare auf die letzte Folge. Wir warten heute und fangen auch an mit der Ernte für die Mission. Also und die Ernte mit dem Vorführer. Und ich habe mich am Baum festgespannt. Sehr schön. Ja, wir haben sehr viel Arbeit. Die Helfer haben mich schon sehr viele Nerven gekostet bis jetzt. Beim Herfahren. Aber ja. Alles ist an Ort und Stelle, wo es hin soll. Und ja. Genau, der Ladewagen ist an unserem Glas dran. Der steht auch schon bereit. Der ist gerade am Auffüllen mit Sediermittel. Der Drescher steht schon oben. Genau, der steht schon oben am Feld. Und ja, ich glaube soweit haben wir nämlich dann erstmal alles da, wo es hin soll. Theoretisch. Oh, da haben wir noch einen Tick vergessen. Ja, mal gucken, was auf jeden Fall rumkommt. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das selber schwaden werde oder ob ich das einen Helfer machen lasse oder wie auch immer. Da bin ich mir echt noch sehr unschlüssig. Das, was wir so drüber gemäht haben und so weiter, das lassen wir erstmal so, wie es ist. Ja, genau. Das bleibt erstmal alles so, wie es ist. Ich bin mal gespannt oder ich bin sehr interessiert, was da insgesamt runterkommt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall, wir machen komplett Silage, bis auf einen Ladewagen würde ich tatsächlich einen Ladewagen würde ich komplett in die Kühe reinfahren, bis die voll sind, oder so lange bei den Kühen reinfahren, bis voll ist. Und ja. Jetzt fahren wir nicht dann da hoch. Können wir gerade Bahnen fahren. Naja, geschwadet sollte es ja theoretisch gesehen schnell sein. Und eingesammelt ja eingesammelt eigentlich nicht. Einsammeln geht ja immer so sein bisschen. So. Perfekt. Ja, wir sind schon fast im Stress, muss ich tatsächlich sagen. So. Ja, es gibt sehr viel zu tun. Ich kann es euch auch zeigen. Die Bierproduktion läuft auf höchstem Maße. Also, der Läuterbottich war ja voll. Da läuft noch ein bisschen was durch. Hier auch alles top. Und in die Gärung läuft es auch schon. Also da läuft die Auslagerungswürze, läuft nachher direkt in die in den Gärbehälter. Und dann muss es nur noch anfangen zu reifen. Und dann geht das gute Hofbergmann-Bräu an den Start. Und dann können wir da ordentlich verkaufen. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wieso der weitere Prozess dann allgemein ist. Wie lange das dann noch so ungefähr dauert, weil ich glaube, tatsächlich, also zum Reifen braucht es, glaube ich, 2 oder 3 Tage.
steht es tatsächlich leider nicht dran. Das wäre jetzt noch gut zu wissen. Bin ich mir unschlüssig. Naja, wir werden ja sehen, wann es fertig ist, schlussendlich, ne? Aber mal gucken, wie lange es jetzt dann doch geht. Ah, okay, wir können nicht mehr. Ja, was wollte ich denn noch? Genau, das ist jetzt halt die Frage, schwaben wir voll durch? Ja, ich denke, ein Teil werden wir. Ich denke mal, zur Hälfte machen wir jetzt. Dann soll der Rest der Helfer machen. Und dann gehen wir in Richtung Ernte. Genau, doch damit das auch angefangen ist. Beziehungsweise. Ja, mal gucken. Ansonsten wäre es ja auch noch prinzipiell die Idee, ob wir nicht den Helfer schon mal anfangen lassen mit Ernten, dass wir vorwärts kommen. Und wir so lange hier weitermachen. Ja, mal gucken. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich so gar nicht die blöde Idee. Wollte gerade sagen, heb an. So. Wie ihr ja auch seht, ich habe noch ein paar Sachen so gemacht. Ich mache ja auch ein paar Sachen offscreen, wie ihr ja auch wisst. Deswegen auch die unterschiedliche Zeit, damit ihr seht ja, Zeit ist auf 3 geblieben. Passt ja alles einwandfrei und schick. Das ist die Frage. Ja, dass wir keine Zeit für den. Er soll mal weiterschwaden. Er ist da und aufgeladen. Siliermittel habe ich auch schon gekauft. Den können wir ausschalten. Nachher will ich noch Malz holen. Hier ist unser schöner Lexion 8900. Also, ja, gut, nicht unserer, ne? Ihr wisst ja, Vorführer. Ja, dann lassen wir da hinten mal schwaden. Und wir werden mal zumindest das Vorgewende fahren. Damit das besser funktioniert später. Schon ein Riesending. Ich bin mal echt gespannt, wie lang der Auftrag geht. Es gibt ja auf jeden Fall gut Geld. Das ist ja, finde ich mal, erstmal die Hauptsache. Und ein Teil der Hülse geht ja auch noch an uns. Also, ja, ne? Werden wir schon, denke ich mal. Ja, ich denke mal, so 25.000 kriegen wir bestimmt raus. Also. Mit Auftrag und Gewinn. Das meine ich damit. Nicht rein. Entschuldigung, das waren die Hunde. Rein durch die Hirse, jetzt weiß ich. Nee, also ich denke mal so, eine gute 3.000, 4.000 müssen wir bestimmt noch mit der Hirse irgendwie zusätzlich machen. Und das ist ganz schön schräg hier, Mensch. Die 23 ist ja das Äquivalent, glaube ich, zur 21 damals. In der 19er Version. Da ich immer über diesen Dings geflucht. Über den, was war's? Über den. Was war das nochmal? Genau, über den Richtmasten, über den Stromrichtmasten habe ich da immer geflucht, wenn mir die Helfer mit der Spritze dran hängen geblieben sind. Und auch irgendwie mein CP-Fahrer da manchmal irgendwie keinen Bock drauf hatte. Aber man muss sagen, ertragstechnisch, ne? Wir sind jetzt noch nicht weit. 30%. Wir sind noch nicht mal Viertel rum. Wenn ich richtig dran bin. Nö, nee, super.
Nö. Ist ja noch nicht so weit. Ich denke mal, bevor wir einmal rum sind, müssen wir abtanken. Gehe ich jetzt mal von aus. Mal gucken. Ja, dann mal gucken, was wir so allgemein jetzt noch so machen oder zu tun haben. Dann werde ich euch auch in dem Video noch freundlich darauf hinweisen, dass ich wahrscheinlich bald noch auf einer für mich altbekannten Karte noch so ein kleines Mini-Projekt machen werde. Da wird nicht viel kommen, aber viel Verschiedenes. Da werden wir alles machen, was der LS22 zu bieten hat. Und zwar die Mühlkreis Mittelland. Das ist einer meiner Lieblingsmap aus dem 19er. Wir werden da wieder Hofbauvideos machen. 50% Hammer. Ja, Hofbauvideos machen auf den einzelnen Bauflächen. Werden Höfe entstehen, aber nicht nur Höfe. Wir werden unseren Hof komplett neu bauen. Wir werden ein Industriegebiet anlegen mit verschiedenen Produktionen. Da wird ordentlich reingehauen, sagen wir so. Ja, doch. Macht ein schickes Bild, der Lexte. Muss man schon sagen. Das ist ein schickes Ding. Ja, genau. Das wird die Woche vielleicht noch kommen. Mal gucken. Das würde ich dann so abwechselnd mit der Dürrenrot machen, je nachdem, auf welche Karte ich gerade mehr Bock habe. Werden wir da dann hin und her switchen. Hofbergmann bleibt konstant. Die anderen zwei werden abwechselnd. Es kann auch mal sein, dass in einer Woche nur Hofbergmann kommt, beziehungsweise nicht nur, sondern die Hofbergmann oder nur von der Dürrenrot oder nur von der Mühlenkreis Mittelland. Mal gucken. Mal gucken, wie viel allgemein kommen wird, also von den zwei anderen Karten. Jetzt müssen wir mal einfach gucken, wie Ganze so sein wird. Pokémon wird wahrscheinlich jeden Tag oder jeden zweiten Tag kommen, also mindestens zwei, drei Videos in der Woche. Ist so der Gedankengang, weil ich will es ja auch selber spielen. Wow, auch schon 80%. Ja, genau. Nur da dauert es jetzt ein bisschen, weil da habe ich die Videos ein bisschen umstrukturierter. Die brauchen jetzt ein bisschen länger zu machen, weil da ist mit. Wegen der Steigung oder was? Wow. Ich habe mit viel gerechnet, aber nicht damit. Ja, und auch nochmal danke, dass ihr in den Kommentaren gesagt habt, wie das mit der Brauerei funktioniert, fällt mir gerade wieder ein. Vielen lieben Dank dafür nochmal. Hat geholfen, sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Deswegen funktioniert die jetzt so gut. Dann wäre noch mein Gedanke gegangen, dass man vielleicht demnächst auch noch oder nach der nächsten Ernte oder so die Bäckerei kaufen, beziehungsweise vielleicht sogar eher die Schlachterei, also den Metzger. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. So, und wir sind voll. Neun, 39 Vario. Das wäre auch noch was, ne? Der würde uns auch noch reinlaufen. Ich hoffe, er hat einfach mal nichts Kollision. Ja, gut, okay, das ist jetzt blöd. Der hätte wahrscheinlich rechts rum müssen. Oder? Kann man überhaupt hier dran vorbeifahren? Ja, theoretisch ja. Die Hühnerzucht würde mich auch nochmal noch reizen.
Aber die kosten ein bisschen mehr, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Jetzt mal gucken. So. Können wir ja mal abladen. Man sieht halt einfach mal nicht. Sieht bei ihm eigentlich aus. Ja gut, er ist gleich fertig, das ist schön. Beziehungsweise wahrscheinlich wird er jetzt fertig sein. Er hat was vergessen. Sehr schön. Ja, dann haben wir Vorgewände auch gleich fertig und da vorne, wenn die Bahn dann kommt, werde ich den Helfer einschalten. Dann. Ach nee, wir müssen ja auch noch um die Kurve rum. Oje, Mene. Ich dachte gerade schon, wir sind weiter, aber. Sehen wir ja nicht. Wir müssen tatsächlich ja noch um die Kurve. Ich muss sagen, das ist in der Innenansicht teilweise gar nicht so einfach zu sehen, wie nah jetzt der Busch ist oder Baum ist oder nicht. Ja, mal gucken, ich bin auch gerade noch an ein, zwei Keys dran. Es kann auch sein, dass demnächst nur noch ein paar Spielevorstellungen kommen. Oder vielleicht auch Let's Plays. Mal schauen. Ein, zwei neue Keys habe ich. Oh, Waltraud ist fertig mit der Arbeit. Müssen wir gleich mal gucken, ob das auch so stimmt. Oder ob sie uns etwa angelogen hat, die gute Waltraud. Also ich muss ja sagen, mich verwundert tatsächlich, dass das Missionsfahrzeug GPS verbaut hat. Ne? Das sind so Sachen, damit rechne ich nicht. So, wir werden nun den Helfer einschalten. Genau. So. Dann. Machen wir jetzt noch das fertig, was ich vergessen habe. Man kann sagen, man kann schon gut angucken. Also so schlecht ist es jetzt tatsächlich nicht für den Helfer. Also da haben wir schon Schlechteres erlebt. Falls ihr euch fragt, nein, ich habe nicht getrunken. Auch wenn ich gerade so gefahren bin. Aber ist nicht so. Ich bin im Moment nur gerade auf einen Schlag ein bisschen müde geworden. Schlaucht halt gerade doch schon ein bisschen beim Arbeiten. Aber ich bin auch alles wieder rum. Ja, am Wochenende denke ich mal, könnte sein, dass wir noch einen LS-Stream machen. Da werde ich dann, wenn wir das machen, denke ich mal, entweder den Spielstand nehmen oder wir werden
auf dem Spielstand weiterspielen. Und entweder ich lade nur das VOD hoch oder werde zu den Häppchen schneiden oder halt normale Folgen aufnehmen. Mal gucken. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz 100% sicher, wie ich es machen soll oder wie ich es mache. Aber das könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben. Aber ob es jetzt dann Samstag oder Sonntag wird, das weiß ich auch noch nicht. So, dann ist das jetzt auch die letzte Bahn. Dann werden wir... Ja, dann können wir auch direkt mit dem Glas los und die Hühner. Ja genau, die Hühner. Unsere Hühner brauchen noch Glas. Nee, unsere Kühe noch voll versorgen. Er hat schon wieder 80%. Meine Güte, hier. Nicht schlecht. Okay. So. Okay, das da auch noch. Das ist zu spät. Es wird, es wird, es wird. Sehr schön. Gefällt mir. Gut. Dann können wir anfangen mit dem Ladewagen fahren. Wie gesagt, die erste Fuge werden wir jetzt machen. Und werden es bei den Kühen einfahren. Und danach kommt alles ins Silo. Ich denke mal, das werden wir dann in der nächsten Folge tatsächlich machen. Ich denke mal, die Folgenlänge ist eigentlich gerade in der Zwischenzeit, denke ich mal, ganz gut so mit einer, ja, 25, 30 Minuten. So ungefähr. Finde ich angenehm, es ist angenehm zum Aufnehmen, es ist... Lass doch den Ding auch runter. Es ist angenehm zum Aufnehmen, es ist angenehm zum Anschauen, finde ich jetzt so aus meiner Sicht gesehen. Alles könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, ob euch die Videos zu lang sind, aber ja, irgendwas müssen wir ja auch in den Folgen, finde ich, zustande kriegen. Und da ist das eigentlich ein ganz gutes Maß, so mit zwischen, ja, sagen wir mal 22 und 30 Minuten. Würde ich jetzt einfach mal so einen Raum werfen und behaupten. Also ich finde es auf jeden Fall angenehm, aber jetzt müssen wir halt mal gucken, ne? Wie wo war es? Man kann sagen, was man will, aber der Mengele ist echt schön. Ich bin mal gespannt, was so allgemein runterkommen wird, wie viel Gras. Ich denke mal so, ja, so gute 150.000, 200, 250, aller höchstens. Aber mehr wie, sagen wir mal, 250.000 wird es bestimmt niemals. Und ja, genau. Oh ja, 86% können wir eigentlich... 68%, entschuldigt. Könnten wir ja eigentlich die Bahn hochfahren, wieder zurück. Genau. Doch. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Gott. Naja, wir sind auch schon bei 90%.
Ja, vielleicht könnte es auch mehr werden, wie ich gedacht habe. Ja, sind wir nämlich fast voll. Dann würde ich jetzt sagen, wir nehmen noch die Bahn mit. Ja, bis dato sind wir dann bestimmt voll oder fast voll auf jeden Fall, dass es reicht. Ja gut, reichen tut so oder so und wir sind voll. Nicht mal ganz einmal außen rum. Nicht schlecht. Nein, ich will... nein, das Tempomat verstellen. So. Nein, falsch kostet. Oh. Ja, später dann. So, da geht's rüber. Gut, ja, dann würde ich sagen, ich fahre das jetzt mal bei den Kühen rein. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Liken nicht vergessen natürlich, ne? Daumen nach oben da lassen. Das ist das Gleiche. Abonnieren nicht vergessen und die Glocke aktivieren, damit ihr ja nichts verpasst. Rund um den LS, rund um die Hofbergmann. Also bleibt am Start. Abonniert, aktiviert die Glocke. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt nette Menschen um euch rum und habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal, euer Vicky. Und tschüss.